Weiter geht's mit Hund, Katze, Maus. Präsentiert von Whiskas. Chihuahua! 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 Sie ist so fehlerisch. Du sprichst von einem Chihuahua, Rachel. Sie ist nicht nur ein Chihuahua, Angela. Das Biest ist ein herrischer, arroganter, manipulativer Beverly Hills Chihuahua. Sie kriegt ihr Leben nicht in den Griff, verliert jeden Job und sie ist sowas von unpünktlich. Ich werde jeden Termin verpassen. Aufwachen! Ich muss um 11 zur Nagelpflege. Okay, liebe Zuschauer, das Vorurteil, Chihuahuas bräuchten Nagelpflege, diamantene Halsbänder oder Doggy-Spa, ist Paris Hilton sei Dank fest in unseren Köpfen verankert. Und der neue Walt Disney-Film Beverly Hills Chihuahua treibt das Bild vom verhätschelsten Hund der Welt auch noch auf die Spitze. Einfach wundervoll. Und wie gefällt es dir? Ich schenke dir alles, was du willst. Ja, das werde ich. Nein, nicht dir, Patrick. Ich zeige Ihnen heute, dass in der kleinsten Hunderasse der Welt viel mehr steckt, als die meisten vermuten. Und dass das dekorative Herumtragen als Schoßhündchen keineswegs ihren Bedürfnissen entspricht. Dass Chihuahuas trotz ihres Handtaschenformates richtige Hunde sind, weiß Züchterin Andrea Gerkens-August aus Remscheid. Frau Gerkens, ich bin überrascht. Ihre Hunde tragen ja weder diamantene Halsbänder noch Schüchchen wie in dem Film. Davon halte ich eigentlich auch überhaupt gar nichts, weil Chihuahuas sind ganz normale Hunde und möchten auch als solches behandelt werden. Oh, Chihuahua! Sie züchten ja schon seit 15 Jahren Chihuahuas. Was fasziniert Sie denn so an dieser Rasse? Sie sind klein, aber trotzdem vollwertige Hunde. Sie sind robust, sie sind intelligent und sehr quirlig und haben eine hohe Lebenserwartung, sind nicht krankheitsanfällig. Ja, und man kann sie überall mit hinnehmen. Wie sieht's im Winter aus? Frost und Schnee macht ihnen überhaupt nichts aus, gar nichts. Die brauchen auch keine Mäntelchen, wenn es kalt ist. Erstaunlich, und das, wo Chihuahuas doch eigentlich aus Mexiko kommen. Schon die Azteken lebten mit den kleinsten Hunden der Welt zusammen. Allerdings meinte es das Schicksal nicht allzu gut mit ihnen. Entweder wurden sie bei religiösen Festen geopfert oder sie wanderten in den Kochtopf. Apropos Füttern. Ihre Zucht nennt sich Gremlins Castle. Heißt das, die darf man auf keinen Fall nach Mitternacht füttern, weil sonst kleine Teufel daraus werden? Das mit dem Füttern ist überhaupt kein Problem. Die können auch rund um die Uhr fressen. Zurzeit habe ich Nachwuchs. Auch da achte ich darauf, dass sie immer gut fressen, damit sie zunehmen. Wenn sie möchten, zeige ich Ihnen die Kleinen jetzt mal. Ja, aber unbedingt. Gut. Chihuahua! Ach nein! Sind die süß! Darf ich dich mal nehmen? Oh, und so leicht. Ja, das ist ja der Hammer. Die müssen regelmäßig gewogen werden. Das könnten wir jetzt eigentlich mal machen. Oh Gott, ich verfalle in die Babysprache. Oh. Der kleine Zwerg hat bei seiner Geburt gerade mal 130 Gramm gewogen. Also kaum mehr als eine Tafel Schokolade. Es gibt auch Würfe, in denen Welpen mit nur 70 Gramm auf die Welt kommen. Das sind dann aber meistens die Sorgenkinder. Noch ein. Ja, das sieht doch gut aus. 630 Gramm sind. Super, da hat sie ein bisschen zugenommen. Fein. Das ideale Gewicht eines ausgewachsenen Chihuahuas liegt zwischen 1500 und 2500 Gramm. In dieser Größe sind sie unverwüstlich und laufen mühelos auch große Strecken. Chihuahuas mit einem Endgewicht von 1000 Gramm oder weniger sind krankheitsanfälliger und haben eine geringere Lebenserwartung. Deshalb sollte man die gezielte Zucht auf Zwergwuchs nicht auch noch fördern. Die kleinen Hunde erreichen nicht selten ein Alter von 17 Jahren und älter. Trotz ihrer geringen Größe bewegen sie sich kraftvoll und elegant. Ist eigentlich, dass die Kessenzwerge Löwenmut besitzen und auch vor großen Hunden nicht Halt machen? Ja, leider ist das so. Die überschätzen also ständig ihre eigene Größe. Wenn man mit denen spazieren geht und es kommen große Hunde, kann es schon mal sein, dass sie da hinterherjagen. Da bekommt man dann schnell Stress. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ist das überhaupt beim Spazierengehen? Hält da nicht jeder an und sagt, oh, sind die süß, darf ich die mal streicheln? Ja, das ist wirklich so. Also wenn man spazieren geht mit denen, man wird ständig angesprochen. Alle möchten sie gerne streicheln. Und ich finde es auch ganz besonders lustig, dass manche Leute dann ganz merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag legen und in der Babysprache mit den Chihuahuas sprechen. Da haben wir dann immer Freude. Da treten also die seltsamsten Verhaltensweisen an den Tag, liebe Zuschauer. Übrigens, ist das Herumtragen? Komm mal her, Benny. Dieser Hunde à la Paris Hilton, erziehungstechnisch gesehen das Schlechteste, was man machen kann. Denn entweder sie fühlen sich dadurch wie ein King und können sich gar nicht mehr in die soziale Struktur anderer Hunde eingliedern, oder aber sie werden total ängstlich und zu nervenden Kläffern.
Also egal welche Größe, auch kleine Hunde brauchen eine Chance zur artgerechten Sozialisierung. Deswegen darfst du jetzt auch wieder runter, Benni, ne, du kleine Maus. Ja, und viele denken jetzt wahrscheinlich, der Hund ist so klein, der ist ganz sicher sehr leicht zu halten. Aber auch Chihuahuas haben Wesensunterschiede. Chihuahuas gibt es in zwei Varianten, nämlich kurz und langhaarig. Und die unterscheiden sich auch im Charakter. Der Langhaarige ist der sanftere von beiden und besser für Hundeanfänger geeignet. Der Kurzhaarige ist der ursprünglichere. Er kann richtig stur und streitsüchtig sein. Daher braucht er erfahrene Hundehalter und eine konsequente Erziehung. Der kleinste Hund der Welt hat also alles, wovon man als Hundehalter nur träumen kann. Er ist intelligent, fröhlich, aufgeweckt, verspielt und somit der ideale Familienhund, der allerdings nicht als lebendiges Spielzeug gehalten werden will. Verwöhnen ist okay, aber ansonsten möchte der Chihuahua einfach ein richtiger Hund sein dürfen. Das ist Frank Weber, Leiter des Franziskus-Tierheims in Hamburg. Jeden Tag